Grüß euch, liebe Zuschauer. Mal wieder seit längerem ein Selbermachen-Video. Und ich muss echt sagen, wir haben hier wirklich jetzt auch schon Erfahrungen damit gemacht. Deswegen können wir das Video jetzt auch machen und weiterempfehlen. Es geht um Putzmittel und zwar wirklich ein Universal, nahezu Universal Putzmittel für den Haushalt. Keine neue Erfindung von uns. Kennen sicher viele. Aber wir zeigen mal, für was man das alles nehmen kann, beziehungsweise erstmal die Herstellung von dem Putzmittel besteht nur aus drei Inhaltsstoffen, nämlich herkömmliches, das heißt, wir haben jetzt hier Bio-Spülmittel genommen, einfaches Geschirrspülmittel. Ist aber jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer, 2 Euro rund. Hier Essigessenz, kostet 1 Euro die Flasche hier, 99 Cent vielleicht. Und Salz, herkömmliches Salz. Und wozu können wir das verwenden? Also wir nehmen es wirklich, meine Süße und ich, für alles im Bad, wirklich vom Spiegel, Waschbecken, Toilette, Dusche, Duscharmaturen, Waschbeckenarmaturen, Glas, Duschwand, die ganzen Kalkablagerungen, ist wirklich Wahnsinn. Ich bin nämlich jemand, der wenig putzt, aber viel Putzmittel hat, viel verschiedene oder hatte, ja, ganzer Schrank voll mit Zeug, irgendwelches Chemiezeug aus dem Supermarkt. Und für jedes einzelne Ding, speziell hier für Armaturen, das für die Glaswand der Dusche, das für den Boden und so weiter, total irre, habe ich die Erfahrung jetzt gemacht, braucht man alles wirklich nicht. Ja? Kann man wirklich alles mit dem putzen und nicht nur irgendwie, naja, okay, das ist jetzt zwar ganz einfaches und ohne große Chemie und dafür wirkt es aber auch nicht, ganz im Gegenteil. Es ist wirklich besser als alles, was ich jemals gekauft habe, gerade Antikalkzeug und so und hatte hartnäckige Kalkablagerungen, die sich einfach bilden bei der Dusche und so, vor allem wenn man jetzt nicht wirklich jeden Tag putzt, so wie ich das nicht tue, dann mal grundreinigt. Das ist wirklich, also man muss fast sagen, mühelos. Ja? So wie es in der Werbung versprochen wird und nicht funktioniert, tut es hier bei diesem Putzmittel. Man kann es auch für den Boden nehmen, in Verdünntern, in Wasser, beziehungsweise in der Küche genauso, für die Spüle, für den Boden, für den Tisch auch verdünnt teilweise natürlich und Ceran-Kochfeld, da gibt es auch spezielle Mittelchen, ja, Ceran, bla bla bla, Milch, alles unnötig, damit wunderbar, ein paar Spitzer drauf mit Wasser im Schwamm, mit natürlich keinen kratzigen Schwamm, kriegt man das wunderbar sauber, genauso wie, es heißt nicht genauso, sondern das Einzige, wo wir jetzt eine Einschränkung machen, ist Holz, also Möbel, oder nicht lackierte Tische, also ich mache es auch auf meinen Küchentisch, der ist klarlack lackiert, aber jetzt alte Möbel oder so, da wäre ich mal vorsichtig, weil das Salz natürlich auch eine gewisse Aggressivität hat, vieles wischt man ja wieder ab, ja? Dusche und Bad und Küche, Spüle, das wischt man ja mit Wasser oder spült man es mit Wasser noch ab. Von daher können wir das jetzt auch nicht empfehlen, weil wir das noch nie ausprobiert haben mit Holz oder Holzmöbeln oder alte Möbeln gar oder so. Da wäre jetzt mal vorsichtig. Aber alles andere wirklich, auch alle Böden, Parkett mache ich auch damit. Verdünnt natürlich in Wasser. Ja. Und jetzt zeigen wir euch mal, wie wir das machen. Wir haben folgendes Rezeptur. Wir haben jetzt hier 500 Milliliter, nehmen wir erst die Essigessenz. Also wir haben 500 Milliliter Spülmittel, dazu braucht man dann ein Drittel Essigessenz davon. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel 150 Milliliter Spülmittel habt, dann nehmt ihr 50 Milliliter Essigessenz. Wir haben jetzt hier 500 Milliliter, nehmen wir 165 Milliliter. Dann machen wir nochmal Tara hier. So. So, 160 haben wir gesagt. Gut, na bitte, geht doch. Dann kommt das ganze Spülmittel rein. Zack, 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 500 Milliliter. Und wir haben halt hier jetzt hier so Flaschen, wo wir das dann abfüllen und dann mit so einem Verschluss hier, dass man schön dann auch in einem Eimer Wasser oder überhaupt irgendwo das dann anspritzen kann. So. Und bei dieser Menge 3 Esslöffel Salz. So in der Art ungefähr.
Und wir werden auch noch ein Video zeigen, wenn es sich ausgeht, wo wir das in der praktischen Anwendung zeigen. Ach, nehmen wir den Löffel gleich. Und dann rühren, ganz einfach, ohne Erhitzen, ohne irgendwas. Einfach nur das Salz lösen, bis es gelöst ist. Und dann ist das Putzmittel schon fertig. Und ich sage euch wirklich, ich würde es hier nicht machen und euch nicht das Video hier für euch machen oder euch zeigen, wenn ich selber nicht wüsste, dass es wirklich funktioniert. Das ist wirklich... Die Frage, die vielleicht aufkommt, ja, Essig, das riecht und so weiter, es riecht wirklich vielleicht 2-3 Minuten, dann ist das weggeflogen. Ja, also so viel Essigessenz ist es auch nicht. Ja, zugegeben, das riecht für einen Moment nach Essig, aber das bleibt dann nicht in der Luft und das Bad oder die Küche stinkt nicht nach Essig, auf gar keinen Fall, kann man echt nicht sagen. Und wie gesagt, es gibt wunderbare, also auch zum Verdünnen für den Boden, zum Beispiel zum Bodenwischen. Natürlich macht man dann so viel rein, wie man so Bodenpflegezeug reinmacht. Und genauso in der Küche halt nur ein paar Spritzer. Ja, es ist eigentlich ziemlich konzentriert. Deswegen auch teilweise durchaus verdünnt kann man das verwenden. Und dann füllen wir das hier so um. Normal mit dem Trichter, den haben wir jetzt nicht da. Das ist nicht unsere Küche. Wir sind hier auf Besuch, beziehungsweise eine Ferienwohnung. Und das macht sich aber hier ganz gut. So, das zu Demonstrationszwecken, das ist dann hier drin. Dann kommt das hier drauf. Und dann hat man hier so schön, ja, in dem Fall die Flasche, kann man sich besorgen, gibt es im Netz. Ja, also nochmal, es ist wirklich, wirklich tolles Putzmittel. Besser als jedes gekaufte, was ich bisher hatte. Auch für die Toilette, ja, was da wirklich an Rückständen auch tief unten rein im Rohr weggehen und der Boden, jeder Boden, Steinboden, Fliesen, Holzdielen, Parkett, alles natürlich in verdünnter Form, wie man es auch mit einem anderen Parkett- und Holzbodenmittel macht. Wirklich wunderbar. Ich kann es wirklich nur empfehlen. In der Beschreibung stellen wir nochmal die Mengenangaben rein und die Zutaten, wie gesagt, nur Spülmittel, Essigessenz und Salz. In der konzentrierten Form quasi und dann auch bei manchen Anwendungen mit Wasser oder in Wasser dann verdünnt. Aber ich muss wirklich sagen, ich mache das gerne, das Video, weil ich es wirklich selber nicht nur ausprobiert habe, sondern wirklich schon seit Wochen, Monaten wir damit unseren Haushalt putzen. Und ich so ziemlich alles, was ich da hatte an kaufbaren Chemikalien, eigentlich schon entsorgt habe, ja, weil wirklich, ich brauche es nicht, ja, stand so nur rum. Und man braucht nicht für jeden einzelne Oberfläche irgendwie jetzt spezielle Mittel. Also die Erfahrung haben wir gemacht. Schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr es vielleicht ausprobiert habt. Vielleicht benutzt ihr das selber schon lange. Das ist jetzt auch wirklich kein Geheimrezept. Das ist lange bekannt. Aber wir wollten es damit nochmal ein bisschen bekannt machen, wieder daran erinnern, dass man den ganzen Scheiß aus dem Supermarkt nicht braucht und dass sich selber wunderbar sowas herstellen kann. Und ich sage mal, auch ein klitzekleiner Weg aus dem System, wenn man so will, weil wir dann auch irgendeinen großen Konzern damit nicht unterstützen. Ja, das ist nur ein Nebeneffekt, aber das will ich durchaus erwähnen, dass wir da halt da auch dran vorbeigehen können dann mittlerweile. Also wir zumindest, meine Süße und ich, im Supermarkt oder in der Drogerie an Putzmitteln. Genauso wie übrigens bei Kosmetik, haben wir ja auch selber machen Videos, könnt ihr mal gerne reinschauen. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank an meine Süße für die Kamera und abonnieren, liken, teilen, kommentieren, wenn ihr so gut seid und in der Beschreibung das Rezept für das Putzmittel und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns gerne auch unterstützen finanziell unter Ko-fi, Bitcoin, Stripe und Deutsche Bankverbindung unter dem Video in der Beschreibung. Vielen Dank, danke euch, Servus.